Ich muss mich trotzdem noch verstecken. Da! Ah, ah. Holt euch niemals eine 2x2-Matratze als Schaumstoff mit Bezug. Warum? Alter, die wollen es auch spannend machen hier, ne? Nein! Ah! Ha! Nö, geh hier nicht rein. Geh weg, geh weg, geh weg! Also wenn, dann sollte man eh eine 7-Zonen-Kaltschaummatratze nehmen. Sein Krampf, das Ding wieder zu beziehen. Hey, du Bitch. Schubidubidu. Ich wollte gerade sagen, wo soll ich denn dann hin? Scheiße, jetzt will ich doch da oben hin. Hm. Ich dachte, da oben müsste ich weiter, aber anscheinend muss ich nicht da oben weiter, sondern da links. Na, na, doch da. Verdammt, verdammt, verdammt. Zurück, 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 zurück. Nein, ich kann nicht mehr zurück. Ein altes Schwert. Darf ich jetzt zurück? Ich möchte zurück. Butter, butter, butter. Oh, ich kann nicht mehr zurück. Da war noch irgendwas. Naja, irgendwas ist ja immer. Ja, natürlich, die Arena, ist klar. Puh, wir sind ausgebrochen. ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier wären unsere ersten Herausforderer. Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Willkommen im großen Kolosseum! Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wilde Bestien an! Bitte lasst euch nicht nieder! Bitte lasst euch nieder, während sich die Kontrahenten vorstelle! Ich sie, meine Fresse! Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren voller jugendlichen Elan und mit unglaublichem Potenzial! Begrüßt mit mir... Wie heißt ihr doch gleich? Verratet ihm nicht eure wirklichen Namen, das könnte Ärger geben! Euren Namen bitte! Super Mario, Mega Kling, Solid Snail, Wonder Man oder Dex Terminator. Was soll ich nehmen, Freunde der Nacht? Worauf würdet ihr plädieren? Also ich persönlich bin dafür Dex Terminator. Aber, oder Wonder Man. Aber Wonder Man ist, glaube ich, Wonder Man ist, glaube ich, ein Marvel-Held sogar oder ein DC-Held, das weiß ich gerade gar nicht. Was sagt der Rest? Gibt es noch andere Meinung? Mega Kling, Dex Terminator.
Gebe noch ein paar Sekunden. Bleiben wir bei Dex Terminator. Wirklich? Begrüßt mit mir den unglaublichen, wunderbaren, extraordinären Dex Terminator! Sagt Dex Terminator, seid ihr heute auch in Bestform? Nein. Wunderbar! Dex Terminator erwartet also einen spektakulären Sieg. Er wird seinen Gegner zu Wolverine-Fraß zermalmen. Wolverine-Fraß? Mhm. Aha, soeben sagt man mir, dass Dex Terminators erster Gegner gerade eingetroffen ist. Na, meine Damen und Herren, einen donnernden Applaus für den großen, wunderbaren, extraordinären Manimal. Manimal ist der größte, der mutigste, der haarigste Bärenzähmer im ganzen Kaiserreich. Er hat seine wilden Bären trainiert, jedes Ziel anzugreifen, auf das er zeigt. Sagt mir, Manimal, was ist euer Geheimnis? Ich benutze ein bestimmtes Schlüsselwort, damit meine Bären angreifen. Ein Schlüsselwort, sagt ihr? Wunderbar! Ja, nee, klar, die... Ah ja. Und wie genau lautet dieses Schlüsselwort? Naja, ich schaue meine Bären direkt in die Augen. Und sage dann, auf sie! Und schon greifen sie an. Auf sie! Sieht aus, als hätte Manimal einen kleinen Unfall gehabt. Fräulein, wir haben Anlass zur Annahme, dass ihr den Kampf beeinflusst habt, bevor er überhaupt begonnen hat. Gemäß Absatz 13b, Paragraph G, seid ihr hiermit disqualifiziert. Dex Terminator tritt nun alleine gegen Manimals Bären an. Denn, meine Damen und Herren, der Kampf geht weiter. Fräulein, bitte zieht euch in die Umkleide zurück, bis der Kampf zu Ende ist. Scheint so, als müsstet ihr diesmal ohne mich auskommen. Dex Terminator. Oh, mit Smiley. Mit Smiley. Ich sage natürlich nichts. Tut bloß nichts und überlegt es. Diese Bären sehen ganz schön blutrünstig aus. Ohne mich auskommen. Kann der Kampf jetzt beginnen? Ich werde ja wohl noch mal ein paar Bären hier plätten können, oder? Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus. Gebe ich ja zu. Ich kann einfach stehen bleiben und warten, bis sie... Na, fertig. Und er endet mit einem überwältigenden Sieg für Dex Terminator. Aber wenden wir uns der Gegenwart zu. Hier haben wir den zweiten Kampf des Tages. Aus den Tiefen des Malikor-Walds. Die Meister der fernöstlichen Kampfkunst. Klein, aber mehr als nur. Die fantastischen, die wendigen, die extraordinären Ninja-Hörnchen. Ja, oh, scheint ganz so als... Huff, da sind sie. Wer könnte das bloß sein? Wunderbar. Haben die auch Waffen dabei? Ninja-Hörnchen. Ohne weitere Umschweife kann der Kampf beginnen! Wenn die jetzt keine Waffen dabei haben, ne, dann. Naja, gut, Ninja-Sterne, immerhin. Alter, die sind ein bisschen schnell. Machen wir erstmal Leonardo tot. Ach, der heißt natürlich nicht Leonardo, oder? Der heißt Lennart. Und das ist Michael gewesen. Dann haben wir noch Donald und Raphael. Fällt gerade kein besserer Name ein. Das machen wir mit Donald. So! Und noch ein haushoher Sieg für Dex Terminator! Dex Terminator, ganz unter uns, was verleiht euch solch phänomenale Kräfte? Welche Kräfte? Wirklich? Wunderbar! Allerdings wird das wohl kaum reichen, um euren nächsten Gegner zu beeindrucken. Aber bevor ich ihn vorstelle, habe ich eine wichtige Ankündigung. Der Kaiser höchstpersönlich hat darauf bestanden, diesem nächsten Kampf beizuwohnen. Meine Damen und Herren, begrüßt mit einer Runde Applaus. Ja, so schön. Seine Hoheit, Kaiser Lothair. Oder Lothair. Oder Loth. Keine Ahnung. Bla. Loth bla. Ach, das sind noch die drei von der Tankstelle. So, Oberst.
Das also ist der junge Mann, von dem ihr sprecht, spracht? Ja, Eure Exzellenz, das ist der Dex-Terminator, wenn ich recht verstanden habe. Er war es, der dem Mädchen zur Flucht verhalf. Verstehe. Doch ich machte klar, dass sie unversehrt bleiben muss. Professor Giro braucht sie. Wir haben versucht, sie in Gewahrsam zu nehmen, ohne sie zu verletzen, Eure Majestät. Doch ihre Kräfte, wie geschwächt sie auch sein mögen, reichen noch immer aus, um meine Männer zurückzuschlagen. Findet sie. Ich zähle auf euch, Oberst. Gewiss, Eure Hoheit. Und bei euch, großer Magus, wie läuft es in der Schlacht? Wir haben die Mayenbrücke eingenommen, Eure Hoheit. Der Dämonenkönig verschanzt sich irgendwo im Norden, um seine Truppen zusammenzuziehen. Wir haben einen Plan, um sein Lager zu finden und dann einen Angriff auf Dämonia auszuholen. Wenn ihr jedoch den Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt, wäre die Sache schnell besiegt. Ich vermute, ihr sprecht von der neuen Waffe, die Professor Giro entwickelt hat. Jawohl, Eure Majestät. Wenn ihr ihrer Verwendung zustimmt, würden wir den Krieg gewiss im Handumdrehen gewinnen und den Sieg über die Dämonen von Lala tragen. Ich werde darüber nachdenken. Dieser Krieg ist eine Schande. Bereiten wir ihm schnell und schmerzlos ein Ende. Wenn man den Berichten des Oberst Glauben schenken will, dürften konventionellere Mittel durchaus ausreichen. Der Wille Eurer Majestät ist uns Befehl. Ich werde dafür sorgen, dass Professor Giro davon unterrichtet wird, dass seine Waffe vorerst in seinem Labor bleiben kann. Aber wenn sich die Lage verschlimmert, werde ich es mir auch noch einmal überlegen. Gewiss, Eure Hoheit. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich gehe. Er verbirgt etwas von mir, dessen bin ich mir sicher. Nun denn, sehen wir uns den Kampf an. Gerüchten zufolge sollen die Zauberer des Großmagus einen mächtigen Dämon eingefangen haben. Doch erst als dieser mehrere von ihnen getötet hatte, und das ist keine Kleinigkeit, Ohne weitere Umschweife stelle ich vor, unsere nächsten Kämpfer aus den Steppen des Nordens, stärker als jeder Mensch. Dämonia, auf welches Games ist? Weiß ich auch nicht. Grausam wie eine wilde Bestie, meine Damen und Herren, ich präsentiere Menos, der drakonische Dämon. Den Namen durfte ich mir selber ausdenken. Menos, habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesen zweifelsohne in einen Blutbad mündenden Kampf antretet? Der ist so gesprächig wie ich. Ich darf hier nicht sterben. Wunderbar! Und mit dieser ergreifenden Rede kann der Kampf beginnen! Wow. Ihr seid stark. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, aber ich kann hier nicht sterben. Daher bitte ich euch, flieht mit mir. Ich weiß von einer Passage, die aus dem Kolosseum führt. Doch alleine kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr? Ja. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kommt! Und ich bleib jetzt einfach stehen. Ich glaube, Dämonia ist einfach nur... Na, Dämonia halt. Ihr wollt mich wirklich hier zurücklassen, ganz alleine? Ja, will ich. Tschüss. Wo gehen wir hin? Hey, wartet auf mich! Weg sind wir. So schnell geht's. Also Dämonen ist, glaube ich, keine Anspielung, ist einfach nur, weil es halt Dämonen sind. So. Deswegen Dämonia. Da wären wir. Wir sollten es zum Keller schaffen. Geht mir aus dem Weg, Dex-Terminator. Bis bald. Wieso bis bald? Wir kommen noch hinterher. Eine schlechte Übersetzung, würde ich sagen. Gefunden. Schwerkraft. Ziemlich gefährlich. Die Mächtigen werden fallen. Schwerkraft. Echt jetzt? Ah! Yay! 2D. Jump Run. Woo! Alles in Ordnung? Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe.
Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier sollten uns... Aua. Oh, Entschuldigung. Irgendwann lernt uns Sprache. Ich habe mich doch entschuldigt, ja? Moin, Roadrunner. Bisschen spät da, ne? Muss ich sagen. Na schön, wenn ihr es so wollt, dann schlagt euch eben alleine durch. Ah, geht nicht, schade, ne? Ach, ihr braucht mich wohl was? Ja, das dachte ich mir. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wäre es, wenn wir es damit versuchen? Versucht es nur, es ist ganz einfach. Tatsächlich, ist gar nicht so schwer. Jetzt seid ihr dran, Kuro. Yay, ich kann springen. Könnt ihr mir das von vorn verzeihen? Es war nur... Ich hatte Angst, dass ihr mich allein lassen würdet. Wisst ihr, Kuro, ich glaube, wir haben uns in eine Zeit verirrt, in die wir nicht gehören. Ich bekomme langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jemals wieder nach Hause finden? Ja. Wenn ich euren Optimismus mitteilen könnte. Vorerst haben wir keine andere Wahl. Wir müssen weitermachen. Heulo, heulo. Euch gilt mein Dank. Mit eurer Hilfe werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsbrocken, die uns den Weg abschneiden, scheinen schier unüberwindlich. Doch mit vereinten Kräften sollen wir es schaffen, sie zu zerstören. Konzentriert euch jetzt, um mich zu rufen. Ah, okay. Mega Man lässt grüßen. Jetzt kann ich hier. Yeah. Ich kann jetzt switchen. Ich kann auch springen. Oh, ich kann. Bam, bam, bam. Ich will mal eben Bier holen. Bis gleich. Ist hier irgendwas Spannendes? Anscheinend nicht. Oh, ich bin gestorben. Ha! Fortfahren. Level up! Ah, das ist schönes 2D-Geballer, das finde ich super. Das finde ich toll. Ah, okay. Der eine holt Bier, der andere eine Cola, bin gleich zurück. Solche kleinen Jump-Run-Parts finde ich ja... Wow! Mega genial. Bisschen Alien-lastig hier, oder was? So bei der Lava, okay. Und ein Stern. Rote Pampe! Glaubt ihr, sie lebt? Oder man kann eine Anspielung auf Super Mario sein. Oder kann eine. Ja, ja. Bei der Kletterparty, ja. Das. Aua. Meine Katze schnarcht.